Guten Morgen zusammen. Ich stehe jetzt hier in Halberstadt auf einem offiziellen Wohnmobilstellplatz mitten in der Stadt. Ist ein toller Parkplatz, viel mehr auch nicht. Also nicht, wer jetzt hier erwartet, riesen Wohnmobilstellplatz oder sonst was. Hier passen so 5, 6 Stück hin. Ist, wie gesagt, kostenlos und sogar kostenlos Strom bis 700 Watt. Also das finde ich ja mal sehr bemerkenswert. Leider habe ich meine Stromkabel nicht dabei. Und werde deswegen, ja, jetzt habe ich gerade kurz einmal unterbrechen müssen, dachte ich, weil ich schon zweimal darauf angesprochen wurde, in 10 Minuten, dass das hier ein Wohnmobilstellplatz ist und PKWs dort nicht stehen dürfen, weil die Knöllchenschreiber hier sehr scharf wären. Bin mal gespannt, wenn ich wiederkomme, weil jetzt gerade hielt jemand mit so einem dunkelblauen VW Caddy, hatte von Strauß, wie heißen die? Diese Arbeitsbekleidung, so eine dunkelblaue Jacke an. Und da dachte ich mir, das ist bestimmt das Ordnungsamt. Aber der wollte auch nur wissen, ob man hier so einfach stehen darf. Ja, also, aber jetzt genug geschwafelt vom Parkplatz. Jetzt geht's erstmal Richtung Altstadt hier in Halberstadt. Und das Ganze wirkt unheimlich schön, selbst jetzt schon. Es ist übrigens kurz nach 8 Uhr morgens. Es soll heute so bewölkt bleiben, eventuell zum Nachmittag ein bisschen Sonne. Und dann für die nächsten Tage sind aber auch schon wieder Schneeschauer gemeldet. Deswegen schaue ich mal, was ich heute so an Sehenswürdigkeiten hier erhaschen kann. Und wie immer, wenn ihr mögt, bleibt gerne dran. Alleine wenn man hier vom Parkplatz aus sich einmal kurz umdreht Richtung Dom, würde ich sagen, sieht ja schon unheimlich toll aus. Hier stehen die ersten Hinweisschilder, so dass ich auch weiß, wo ich hingehen möchte oder auch vielleicht hingehen sollte. Dort hat man diesen ersten schönen, tadellos sanierten Blick auf die Fachwerkhäuser. Ja, hier mit den ganzen Autos davor, das trübt irgendwie das Gesamtbild. Aber da kann man nun mal nichts dran ändern. Und wenn ich mich jetzt gleich einmal drehe, wird es noch ein wenig spektakulärer. Mit einem herrlichen Blick da Richtung Dom. Aber erst nochmal hier so richtig geschwenkt auf die Fachwerkhäuser und auch mal ein bisschen rangezoomt, damit man da auch richtig was von hat. Und das ist die gegenüberliegende Seite. Auch nicht so unattraktiv. Und da werde ich jetzt als erstes mal hingehen. Ich finde die ganze Ansicht so schön, auch jetzt hier von der Seite nochmal mit diesen einzelnen Bögen da unten von den Toren. Die Mauer, da hinten das Stahlgeländer. Aber ich werde jetzt hier die Treppe hochgehen. Und dann vielleicht auf der anderen Seite zurück, je nachdem, was sich da oben so ergibt. Und hier gibt es auch mal eine Erklärung dazu. Das ist hier die Peterstreppe. Und die wurde 1990 hier saniert von der Stadt Halberstadt. Und ich finde, da tun die unheimlich was Gutes dran. Erstmal macht es den Ort oder die Stadt wesentlich attraktiver. Und letztendlich sollten solche Sachen generell erhalten werden. Auch von Privatpersonen, wenn man das finanziell stemmen kann. Weil beeindruckend ist es immer, wenn man hier so lang geht. Und schon gibt es die nächste Erklärung. Der Domplatz, frühere bischöfliche Burg, Domburg und die Peterstreppe. 1278 als Sub Gradu es Petri erwähnt. Dieser jüngere Zugang zur bischöflichen Domburg liegt neben der bischöflichen Palastkapelle St. Petri, in der sich seit dem Jahr 2000 die Stadtbibliothek Heinrich Heine befindet. Und das ist das gute Schild dazu. Ja, wenn man die paar Stufen dann hochgegangen ist, hat man direkt hier diesen herrlichen Blick über den Domplatz, die Bibliothek. Aber ich finde einfach diese Gemäuer so faszinierend. Richtig, richtig schön. Da kann auch diese trübe Suppe am Himmel nichts gegen ausrichten. Auch oben die Türme,
Das sieht so klasse aus und so massiv und mächtig. Ich hoffe, man erkennt das jetzt im Zoom ein bisschen. Gerade die Linse nochmal geputzt. Schon sehr beeindruckend. Ja, jetzt geht es hier über das Kopfsteinpflaster, was auch hier in der ganzen Stadt überall so verlegt ist. Ich bin gestern schon, wo ich abends angekommen bin, noch eine Stunde gelaufen hier. Und habe aber heute mir vorgenommen, mal nicht in irgendwelche Hundescheiße zu treten, weil in den letzten 2 Tagen bin ich tatsächlich 2-mal reingetreten. Einmal im Schnee und da war es halt unter der Schneeschicht, da konnte ich jetzt gar nichts für, aber das andere war irgendwie mitten auf dem Weg. Rechnet man ja nicht unbedingt mit. Naja, aber den Scheiß lasse ich heute. So, dort ist der Kreuzgang schön zu sehen und hier, ach herrlich gemacht mit diesen roten Fenstern. Unheimlich beeindruckend. Und dort, es ist zwar oben irgendwie so komisch rund abgemauert, aber das Fenster hat eine deutliche Schrägneigung. Sieht auf der Kamera nicht so extrem aus, aber ist doch klasse zu sehen. Ja. Oh, jetzt muss ich an der Seite. Da kommt gerade ein Auto, was hier rausfahren will. Macht aber nichts. Wollt ihr die Seite auch noch zeigen? Ja, gerade mal eine halbe Stunde unterwegs und schon so viele Eindrücke. Echt atemberaubend. Hier das Torhaus, was sehr modern ist, der kleine Anbau. Aber das ist manchmal halt dem ganzen Verwaltungswahn geschuldet, dass man sich vergrößert. Ja, und hier ist schön zu sehen, das ganze Gebäude, was ich gerade so gezeigt habe, ist der Verwaltungssitz Petershof Domplatz 49. Und da ist alles untergebracht, was irgendwie städtisch ist. Ja, und jetzt hier, mehr oder weniger 100 Meter weiter, hat man einen schönen Blick auf den Dom, beziehungsweise Domschatz steht hier. Auch wieder sehr imposant, das Ganze. So im Gesamtbild hier rechts und links mit diesen alten Fachwerkhäusern, den Sandsteingebäuden. Ein Träumchen, kann ich euch sagen. Aber hier jetzt erst nochmal der Blick auf die Liebfrauenkirche, müsste das gewesen sein. Leider komme ich jetzt nicht so ganz weit zurück hier. Ein Stück geht noch. Ja, doch, es reicht, ne? Dass man alles drauf hat einmal. Ist schon wirklich beeindruckend. Also kann man nicht meckern hier. Ja, hier gegenüber ist die Postbank untergebracht. An dem Gebäude selber stand jetzt nicht dran, was es ursprünglich mal war. Oder ich habe es zumindest wieder nicht gefunden. Aber das ist so ein bisschen runtergekommener als der Rest hier. Viel schöner ist daneben das mit den einzelnen Torbögen und den kleinen Malereien an den einzelnen Fachwerkkassetten dort. Was man so, glaube ich, schon ganz gut erkennen kann. Ja, langsam erwacht die Stadt zum Leben hier. Man merkt es deutlich. Aber das Beeindruckendste hier auf diesem Platz ist echt der Dom hier direkt vor mir. So Kleinigkeiten wie die goldenen Zeiger der Uhr. Und links an dem Turm die Beleuchtung in dieser kleinen Laterne. Dann sieht man da oben das, ich nenne es mal das Uhrwerk oder das Glockenwerk. Also das ist schon beeindruckend.
Noch mal kurz zu dem Fachwerkhaus. Da war ursprünglich die Dompropstei drin, dann mal Standesamt und jetzt immer noch so ein bisschen Verwaltung und ähnliche Sachen. So, jetzt stehe ich direkt davor. Noch mal eine kleine Nahaufnahme in so einem Schwenk nach oben. Weil ich einfach absolut fasziniert bin. Und ich denke, es wird euch auch gefallen. Das Ganze wird hier eingerüstet. Ich denke mal, dass da auch wieder eine größere Sanierung ansteht. Was aber aufgrund des Materials immer wieder nötig ist. Das kenne ich auch bei uns in Soest zum Beispiel. Die haben ja immer irgendwas zu sanieren. Und direkt hier rechts vom Dom, wenn ich vor dem Haupteingang stehe, die nächste Perle. Ganz besonders natürlich die Fenster, aber dieser Giebel oben, wo hinten hinter, ich zoome mal noch ein bisschen, dort noch mal ein extra Fenster ist, was aber durch diese Einrahmung in dem Giebel da, finde ich, besonders schön wirkt. Ich merke schon, das wird ein langes Video, weil ich mich hier an jeder Ecke aufhalte. Aber wer Altstädte mag, wird auch das Video mögen. Hier neben dem Dom geht es gleich beeindruckend weiter. Und zwar mit dem Städtischen Museum. Heineanum, Städtisches Museum Halberstadt. Auch ein sehr beeindruckendes Gebäude, finde ich. Aber wie immer, entscheidet selbst. Jetzt stehe ich hier an der ehemaligen Domdekanei, späterer Sitz des Oberlandesgerichts Halberstadt, nachfolgend Domizil der Industrie- und Handelskammer und ab 1961 Medizinschule, heute berufsbildende Schulen. Das ist ja schon fast eine Ehre, wenn man hier lernen darf, oder? Nein. Das ist eine Ehre sowieso, ne? Wer medizinisch das drauf hat und die Verantwortung trägt. Höchste Anerkennung, aber bei dem Gebäude meine ich halt, das ist ja Wunder. Ja, wunderschön, ich sag's schon wieder, glaube ich. Ein wahrer Traum. Wow. Und trotz allem im Schatten des Doms. Des Weiteren hier in der Nähe des Doms ist das Gleimhaus des gleichnamigen Dichters Gleim, wo Goethe, glaube ich, schon von schwärmte, wenn ich mich nicht ganz vertue. Und nochmal ein schöner Blick in diese Gasse, die hier um den Dom führt. Und dort das nächste Prachtstück. Direkt gegenüber vom Dom. Und jetzt einmal ein kurzer Kontrast. Auch das ist Halberstadt. Grau und trist, würde ich sagen. Aber auch bunt und fröhlich. So schön kann es sein, wenn man aus großen Betonbauten mal was Buntes macht. So, jetzt nähere ich mich dem Ganzen schon mal. Auch hier sieht man wieder diese ganzen schönen kleinen Akzente, die da gesetzt wurden in den Fenstern, an der Uhr. Also ist schon immer wieder beeindruckend, was die Kirchen oder Religionen sich da gegönnt und für Paläste gesetzt haben. Und von hier hat man endlich mal einen schönen Blick so auf den Gesamtdom. Wenn auch so schräg von hinten, sage ich mal. Aber man kann es doch so mal im Ganzen gut erkennen, denke ich. Und auch das ist Halberstadt. Da mache ich nur mal einen kleinen Schwenk, weil mich doch die Altstadt mehr interessiert. Aber hier, so sieht's aus mit Fußgängerzone und Shoppingmeile. Muss ich aber jetzt nicht haben. So schön sieht das Ganze jetzt von vorne nochmal aus.
auch interessant, habe ich so bisher noch nie gesehen, diesen Verbindungsgang zwischen den zwei Türmen. Schaut mal hier die Straße runter, rechts zum Dom, dieses kalte Beton. Ja, Bildnis und dann links dieses schöne Alte. Und trotzdem passt es gut zusammen, finde ich. Ist das nicht baulich einfach beeindruckend? Mit den Türmen da so hintereinander, gefällt mir am besten. Aber auch solche Ecken gibt es natürlich. Ich hatte ja vorhin gesagt, da ist die Post drin in diesem Gebäude. Aber jetzt gerade, wo ich hier nochmal hergehe, stelle ich gerade fest, hier ist gar nichts mehr drin. Zumindest nicht erkenntlich. So, hier geht es jetzt Richtung Städtisches Museum Halberstadt in die Halberstädter Fachwerk- und Architekturteile. Seit 1905 im Kreuzgang der Liebfrauenkirche. Und zwar geht es da hier rein. Oh, ist wieder recht duster. Aber man kann zumindest mal so hier durchschwenken, damit ihr seht, so wie ich auch, boah, unglaublich schön, wie das Ganze hier so ist. Es ist komplett offen gehalten, so ein kleiner Rundgang hinter diesen einzelnen Bögen, wo die einzelnen Exponate dann ausgestellt sind. Und hier durch das Türchen kommt man rein. Und dort kann man einigermaßen erkennen, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Sehr schön gemacht. Schön ist es auch immer wieder hier diese kleinen Gassen zu gehen. So wie sie da drüben auch gleich weitergeht. Immer so ein Auf und Ab mit vielen schönen Fachwerkhäusern, Sandsteinhäusern und tollen Kopfsteinpflaster, wo man sogar halbwegs gut drauf laufen kann. Und ja, so wie hier antik am Grudenberg verbirgt sich hinter jeder Ecke so ein tolles Häuschenwald. Ihr seht ja, wenn ich hier einmal so schwenke, das eine ist neuer oder frischer saniert, das andere ist schon ein bisschen her. Aber letztendlich überall klasse anzuschauen. Und solche Farbflecken finde ich auch gut. Zora e.V., das ist hier ein sozialkulturelles Zentrum. Und da ist hier vorne der Eingang auch toll eingefasst hier. Und ja, macht schon wieder einen sehr entspannten Eindruck. Das sind so Orte, wo ich auch sagen würde, da fühle ich mich direkt wohl. Ne? Nichts, wer weiß wie aufgestylt, aber doch sehr funktionell und gemütlich. Ist das nicht ein klasse Grün? Und auf der anderen Seite dann direkt das Kontrastprogramm in Grau und Beige. Hier zwischendurch, wo so Anbauten mal gemacht wurden, auch ja, mehr oder weniger in den Stil eingefasst. Ich habe schon langsam aufgrund der Kälte wieder Wortfindungsstörung, habe ich das Gefühl. Muss gleich erstmal irgendwie kurz zum Aufwärmen, ja, mich irgendwo ins Café setzen oder sonst irgendwas. Aber eine tolle, eindrucksvolle Stadt hier. Also muss ich wirklich sagen, unser Osten ist einfach einmalig schön. Hier sieht man auch wieder was Schönes. Ich habe erst nur die Fahne wehen sehen im Augenwinkel und dann die alte Mauer hier und dachte mir, da muss ich auf jeden Fall auch mal hin. Mal sehen, was das ist. Hier ist leider keine Beschreibung, aber ich denke mal, das gehört irgendwie zu der alten Stadtmauer, Befestigungsring oder ähnliches. Und man geht hier durch so einen ganz kleinen Grünbereich. Also Park würde ich es nicht nennen, aber so einen kleinen Grünbereich. Dann durch. Ist das nicht ein wunderbares Hexenhäuschen? Ihr wisst ja, dass ich ein Fan bin, hier kreuz und quer durch alle Gassen zu gehen. Und meistens zahlt sich das aus. So wie jetzt hier, das ist also nichts touristisch Erschlossenes, behaupte ich mal.
aber trotzdem der absolute Hingucker. Und hier kommt der nächste Torbogen, den werde ich natürlich nicht auslassen, sondern gleich mal mit euch so reinschwenken und reingehen. Ja, das sieht vielversprechend aus. Wie ich schon sagte, ich bin leicht zu begeistern bei solchen Sachen, aber ich finde dieses Ursprüngliche von der Bauart so toll. Nicht übermodernisiert, aber doch gut in Schuss, finde ich. Einfach klasse. Und der Naturkostladen Regenwurm hat es hoffentlich noch nicht hinter sich, weil ich schon finde, dass das sehr einladend wirkt. Aber auch der Rest der Gasse sehe ich gerade erst. Wahnsinn. Ja, hier kann man sich echt stundenlang aufhalten. Und das Vogelgezwitscher überall. Und das Ende Januar. Aber gerade noch dieses Schild entdeckt. Der Bioladen Naturkostladen Regenwurm ist jetzt 400 Meter Richtung Dom am Tränketor 10 bis 12. Also wisst ihr, wo ihr jetzt hin müsst. Und weitere toll sanierte Fachwerkhäuser. Und jetzt dort vor mir ist die Klaus-Synagoge. Die Klaus-Synagoge wurde um 1700 von den Hofjuden Behrend Lehmann 1661 bis 1730 als Einrichtung zur Förderung jüdischer Gelehrsamkeit gestiftet. Im Verlauf von 250 Jahren wirkten hier bedeutende Rabbiner. Seit 1998 hat die Moses-Mendelssohn-Akademie ihren Sitz in der Klaus-Synagoge. Und diese Gasse macht gerade, ja, bisher den besten Eindruck auf mich. Wahrscheinlich, weil es doch deutlich enger geworden ist und so farbenfroh. Dass ich immer wieder mit und anfange, müsst ihr mir ja entschuldigen. Das ist, weil ich zwischendurch halt Kamera weg und dann wieder irgendwo bin und was zeigen möchte. Dann rutscht das mal so raus. Ist nicht beabsichtigt, immer wieder gleich anzufangen. Und wenn man hier wirklich alle Gassen abgeht, sieht man auch die Ecken, die vielleicht nicht so ansehnlich sind. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Aber auch diese, ja, verkommenen, leerstehenden Ruinen, nenne ich es schon. Aber selbst das. Nur 10 Schritte weiter sieht es dann so aus. Und hier mal ein kleiner Teich, der, naja, da sage ich nichts weiter zu. Aber der Junge auf dem Esel hier am Teich, der ist doch sehr schön. Na, jetzt kommt wieder eine Straßenbahn, die hört man hier doch deutlich. Aber letztendlich ein gutes Verkehrsmittel im innerstädtischen Bereich. Mittlerweile streune ich hier so entlang dieses Baches oder Flusses, wo ich noch nicht weiß, welcher das ist. Hier an so einer Mauer. Aber letztendlich wirkt das doch alles sehr trist. Auf der gegenüberliegenden Seite ist sowas wie ein Park. So wie es aussieht, da war ich noch nicht. Aber ich gehe jetzt erstmal hier weiter und schaue, was da so kommt. Das ist übrigens die Holtemme, die hier fließt. Ich habe gerade mal online nachgeschaut, weil es mich ja doch interessierte und hier kein Schild kam. Wenn ich jetzt hier über diese Brücke gehe, kommt das, was ich vorhin als parkähnlichen Teil vermutet habe. Oh, ein Fischreiher, seht ihr den? Ach, ist der schön.
Ja, was ich gerade sagen wollte, ist, dass ich jetzt hier über die Brücke gehe, um zu diesem Teil zu kommen, was so nach einer Parkanlage aussah. Aber es scheint nur eine etwas größere bepflanzte Fläche mit Bäumen zu sein. Also richtig Park auch nicht. Wie man hier jetzt, glaube ich, ganz gut erkennen kann. Viel mehr ist da nicht. Ich habe jetzt gerade mit einer älteren Dame mal gesprochen, weil ich nach dem Weg gefragt habe. Und die meinte, ja, das ist meine Richtung, ich zeige Ihnen das mal eben. Und so kam man dann ins Gespräch. Und die sagte auch, hier Halberstadt ist doch deutlich unterschätzt. Und so richtig los wäre hier nie was, was ich nicht verstehen kann. Sie sagte auch, nur im September, wenn diese klassischen Harzfeste sind, wären wohl auch ein paar Leute, die aus Westdeutschland, und sie hat extra nochmal betont, dass sie das nicht negativ meint, hier. Aber ansonsten wird der klassische Westdeutsche sich kaum für ein Harz interessieren. Kann ich jetzt so nicht bestätigen, weiß ich auch nicht. Aber ich kann nur ja, sagen, der Osten lohnt sich definitiv. Die Leute sind freundlich, die Gegend ist toll. Ich hatte vorhin auch schon mal kurz ein Gespräch mit zwei Männern vom Ordnungsamt, weil ich darauf hingewiesen habe, dass ich auf diesem Platz stehe und doch kein Ticket haben möchte. Die haben auch gesagt, das ist gar kein Problem, selbst wenn, könnte man eben ins Amt gehen mit dem Fahrzeugschein, dann wird das sofort wieder aufgehoben. Also alle immer sehr zuvorkommend, sehr freundlich und hilfsbereit. Muss ich einfach sagen. Dort nochmal ein top saniertes Fachwerkhaus mit diesen tollen Holzüberhängen. Und an sich ist so dieser Gebäudekomplex mit den zwei Dreien daneben echt klasse anzusehen. Vor mir wieder ein wunderschöner Blick auf das Haus St. Florian mit einem tollen Fachwerk, vielen Schnitzereien. Und die Gasse runter ist genauso schön. Und hier links von mir, wenn ich jetzt hier Richtung Gasse schaue, ist nochmal eine wunderschöne Kirche. Ich versuche gerade, das irgendwie so ganz drauf zu kriegen. Aber das wird wieder nichts aufgrund der Platzverhältnisse hier. Aber dann wird einmal hochgeschwenkt, dann geht's auch. So, jetzt habe ich im Grunde den Fehler gemacht, könnte man sagen, hier in die Touristeninformation zu gehen, weil ich noch wissen wollte, wie man zu diesem Spiegelberg kommt. Und die Dame war ganz nett, wie ich denn hier wäre. Und dann sagte ich ihr das mit dem Camper, dass ich da auf diesem Platz stehe. Und da sagt sie, ach, das ist ja schön, dass Sie uns hier besuchen. Das macht dann 2,50 Euro, sowas wie Kurtaxe. Zahle ich auch gern, weil der Platz ist echt toll und im Grunde kostenlos. Und wenn man das jetzt gemacht hat, bekommt man hier so ein Gutscheinheft, damit man auch mit Bus und Tram fahren kann oder Straßenbahn. Was ich jetzt nicht unbedingt nutzen wollte, aber man hat zumindest die Option, dann den ganzen Tag damit zu fahren, ohne weitere Kosten. So, wie ihr sehen könnt, bin ich zurück an meinem Bulli. Werde jetzt, da es schon nach 13 Uhr ist, erstmal was essen und dann mal schauen, ob ich noch hier bleibe oder ob ich mich wieder auf den Weg mache. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch und noch was anderes anschaue vielleicht. Ja, aber erstmal jetzt hier zu Halberstadt. Immer eine Reise wert, finde ich. Für so einen Tagesbesuch wunderschön, gerade wegen historischen Gebäuden. Der Kirchen, dem Dom, also im Kloster, gibt es ganz viele Sachen zu sehen. Also für mich eindeutig sehenswert. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Macht's gut, euer Markus.